Wie geht es jetzt in diese Demonstration am 24. September als erste Stufe, worum es mir nämlich überhaupt geht, dass die Friedensbewegung in Österreich überhaupt wieder einmal auf die Beine kommt? Ich darf ein bisschen rekapitulieren vielleicht. Franz Elkner wird es bestätigen. Ich kann natürlich nur von der Steiermark sprechen, weil dort wurde diese ganze politische Entwicklung, auch die Friedensbewegung, in den letzten 20, 30 Jahren erlebt. Schauen wir beim Reaktor an, wo eine große Demonstration in Graz, massenweise Leute auf der Straße, stoppt den Krieg. Ich erinnere mich an den Jugoslawienkrieg, also ich meine jetzt nicht die innerjugoslawischen Auseinandersetzungen, sondern die Bombardierung der Bundesrepublik Jugoslawien, wo am Hauptplatz eine von in erster Linie Serben und Montenegriner das organisiert, Jugoslawen, damals haben sie sich eigentlich nur als Jugoslawen verstanden, aber auch weit über diese Kreise hinaus hat es Reden gegeben, auch von unserer Seite, war nicht so groß wie beim Irakkrieg, aber es hat trotz des damals schon medialen Sperrfeuers, Serbien muss Serbien, aber irgendwie so, nicht schon der Kontext, eine Bewegung noch gegeben. Und was war dann bei Libyen? War nichts. Also das ist eigentlich ausgelaufen und jetzt ist nicht nur nichts mehr, sondern wenn du jetzt versuchst, irgendwas zu machen, wirst du kriminalisiert. Das hat es bei Libyen noch nicht gegeben, jetzt sind wir soweit. Und deswegen glaube ich, muss irgendwie uns gelingen, die Friedens, uns meine ich jetzt nicht die AIK und nicht das souveräne Österreich und nicht die KPÖ Steiermark, sondern friedensbewegten Menschen des neutralen Österreich, diese Friedensbewegung wieder auf die Beine zu bringen. Und deswegen muss das möglichst breit sein, der Zugang. Und ich hoffe, dass ihr also als steirische Friedensplattform da jetzt dabei seid. Man muss auch, glaube ich, noch alles daran setzen, wie du gesagt hast, in weiteren Gesprächen, dass man diese offizielle Friedensbewegung irgendwie mit ins Boot bringt. Und ansetzen muss man natürlich bei der Neutralität Österreichs. Das ist das Wichtigste. Da muss man, ist jetzt eh schon gesagt worden, bin ich vollkommen d'accord, aufzeigen, wie weit also unsere Regierung bereits im Schlepptau der EU und auch in Wahrheit der NATO ist. Und wir müssen wieder eine aktive Neutralitätspolitik versuchen, der Regierung feiernd am Hintern zu machen, dass das entwickelt wird. Und ich glaube, jetzt, wenn man von den Losungen redet, die wichtigste Losung wäre, stoppt den Krieg, das hört man nämlich. Das ist einmal die wichtigste Losung und auch unpolitische Leute, die aber irgendwie merken, dass da was auf der schiefen Bahn geraten ist, aus dem Ofen, hinter dem Ofen hervorzubringen. Und Friedensverhandlungen. Friedensverhandlungen sind drauf, Diplomatie statt Krieg. Aber stoppt den Krieg kehrt meiner Meinung nach hinauf. Das ist ganz wichtig und ich möchte jetzt, weil wir schon beim geredet haben, also man kann jetzt da die friedenspolitische Frage mit dem Sozialen verbinden, es ist alles richtig, aber ich weiß nicht, ob bei einer ersten Aktion, wo man mal eine Rakete, eine Versuchsrakete in dem Zusammenhang, sollte man gar nicht von Raketen reden, aber wenn es 10 ist, sozusagen einen Versuch, sondern das ist ein Versuchsballon zu starten. Versuchsballon zu starten, ob man da nicht zu viel irgendwie vermischt. Auch mit den Sanktionen, weg mit den Sanktionen, ist glaube ich richtig. Da bin ich nicht ganz deiner Meinung. Ich bin jetzt also mit dem Georg Zanger ein bisschen in Kontakt und in, glaube ich, 24 oder irgendwo hat er schon so ein Statement abgegeben, bin ich vollkommen seiner Meinung. Die Sanktionen sind auch völkerrechtswidrig. Denn Sanktionen kann letztlich nur der UN-Sicherheitsrat beschließen. Und es gibt in Wahrheit, wir können sagen, wir kaufen von Russland kein Gas mehr ein, das kann jeder Staat machen. Aber wir können nicht sagen, wir nehmen denen sein Geld weg und wir verbieten ihnen, dass sie da durchfahren, diese Geschichten. Also auf das, glaube ich, kann man schon hinweisen, dass mit diesem Sanktionsregime, also Schindluder, du hast das eh gesagt, nicht ein Teil ist wieder überhaupt ausgeblendet, dass der Schindluder getrieben wird. Und um auf das zurückzukommen, was ich sage, diese Bewegung muss jetzt
auf den österreichischen Fokus und das ist der neutrale Fokus gelenkt werden. Es gibt da jetzt im kommenden Landtagsausschuss übermorgen nicht auch einen Antrag von der FPÖ. Nicht? Darum geht es nämlich in Wahrheit und da darf man auch nicht blauäugig sein. Ich bin immer jemand, der mit diesen Kreisen reden will, du weißt das. Aber ich sage das jetzt nur, um zu wissen, was da im Hintergrund läuft. Der Antrag heißt Budgetversprechen umsetzen, Bundesheerbudget stufenweise auf 1,5% des BIP-Anteils erhöhen. Und ich lese euch den ersten Absatz vor, um zu sehen, also was da eigentlich auch von der FPÖ für Stimmung gemacht wird. Da heißt, der Ukraine-Krieg hat Europa in mehrfacher Hinsicht überrascht. Kaum ein EU-Staat hätte eine derartige Entwicklung im 21. Jahrhundert für möglich gehalten. Der seit Februar von Russland geführte Angriffskrieg im Osten des europäischen Kontinents hat einen Epochenwechsel eingeleitet, dessen Konsequenz eine wesentlich verbesserte Verteidigungsfähigkeit Europas sein muss. Natürlich alles unter NATO, das sagen sie nicht, aber so ist es geplant. Linke, Grüne und philosophische Weltenverbesserer, so wie ich, die stets der Abrüstung das Wort reden und den Zukauf von militärischem Gerät als Kriegstreiberei verurteilen, wurden mit der normativen Kraft des Faktischen konfrontiert, während der Russland der Ukraine mit Panzerverbänden und anderen schweren Waffensystemen sowie mit massiver Luftunterstützung einen konventionellen Krieg auf den Dörfern und Städte bombardiert, tausende Ukrainer vorsätzlich und fahrlässig tötet, scheinen linke Gedankengebilde vom unbewaffneten Widerstand als Verhöhnung und so weiter. Und dann wird empfohlen, Österreich muss endlich die 1,5% machen, denn die EU hat durchschnittlich auch nicht die 2, sondern nur 1,6 das BIP. Aber dort will man hin und da wird ihm dann der Antrag gestellt, dass man bis 2023, da wird auch der Van der Bellen zitiert, als was er da in der Süddeutschen Zeitung gesagt hat. Also ich sage nur, wir sind ja in der Zwischenzeit vollkommen in diese, auch durch dieses PESCO und durch diese ganzen Geschichten, in diese NATO-Aufrüstungsspirale hineingeraten. Und es wird jetzt, und ich muss auch sagen, auch wenn der Kickl, der meint es vielleicht wirklich anders, kann sein, aber ist auch die FPÖ, benutzt es als, sie reden zwar vom österreichischen Bundesheer, aber irgendwie springen sie jetzt auf den Zug auf, um endlich angesichts dieses fürchterlichen, in ihrer Diktion, Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine, das österreichische BIP von 0,6 auf 1,5% anzuheben und in Folge in Wahrheit auf 2%. Also, und auf das sollten wir alles richtigerweise hinweisen. Und ein neutrales Österreich muss sagen, das Bundesheer muss das kriegen, was es braucht, für die Selbstverteidigung, dass die Leute in der Kaserne nicht frieren und dass eine ordentliche Infrastruktur da ist. Da darf man nämlich auch nicht sagen, Nullbudget oder was, das ist auch falsch. Nicht? Weil wenn man die bewaffnete Neutralität ernst nimmt, wird das auch Geld kosten. Aber nicht diese Spiele, dass man in Kotau des Ukraine-Krieges Österreich weiter in die NATO einbindet und so das Budget für NATO-Zwecke in Wahrheit in die Höhe treibt. Aber um das, auf das zurückzukommen, was ich eigentlich sagen wollte, ich bin gern bereit, zu dieser Demonstration dann zu kommen. Es freut mich also, dass die Steirische Friedensplattform dabei ist. Aber ich glaube, es muss ganz an die Spitze noch hinauf stoppen. Es ist wichtig und ich würde ersuchen, dass man alles daran setzt, diese offizielle Friedensbewegung nicht doch irgendwie auch ins Boot zu bekommen. Meiner Meinung nach, das braucht nicht auf die Losung, darf ich nicht so lang werden. Nicht, aber das kann man dann dort sagen. Ich kann mir nur vorstellen, Forderung muss sein, eine unter internationaler Aufsicht stehende Volksabstimmung auf der Krim, die wird zu 80% für Russland ausgehen, bin ich ganz sicher. Dann irgendeine Autonomielösung à la Südtirol für die Oblaste Donetsk, ob das alles noch geht oder nicht, aber fordern muss man es. Donetsk und Luhansk und eine neutrale Neutralisierung, ich sage nicht mit Entmilitarisierung, Neutralisierung der Ukraine, mit, ähnlich wie die Neutralität Österreichs mit Signatarmächten. Nicht? Wer das sein könnte, muss man alles nachdenken, aber ich sage nur, nicht, dass die Ukraine weiß, wenn ihre Neutralität verletzt wird, hat sie diesen und jener Beistand und man wird auch
über Reparationszahlungen reden müssen. Aber nicht nur von den Reparationszahlungen Russland an die Ukraine, sondern auch von Reparationsleistungen der ukrainischen Führung für Geschehen an die dann selbstverwaltete autonomen Republiken in Donetsk, was die seit 2014 also dort angerichtet haben. Ich sage nur, wie weit das alles, da bin ich schon bei dir, alles noch irgendwie realistisch ist, aber so muss man es, weil sonst sagen wir überhaupt nichts. Nicht? Und, ja. Danke, Werner.